Gott spricht heute zu Ihnen. Ich erkläre, dass sich Ihre Situation auf wundersame Weise zum Besseren wenden wird. Ihre Gesundheit wird sich verbessern und Sie werden durch meine Gnade unerwartetes Geld erhalten, denn Wunder und Segen sind auf dem Weg zu unserem Zuhause. Klicken Sie in diesem Video auf Gefällt mir, wenn Sie an Gott glauben. All der Schmerz, die Traurigkeit und die schlaflosen Nächte, die Sie durchgemacht haben, werden bald ein Ende haben. Ich werde dir alles bringen, wofür du gehofft und gebetet hast. Sie erhalten Liebe, Gesundheit und Wohlstand wie nie zuvor. Schreiben Sie 111, wenn Sie Gott vertrauen. Ihre Verbindung mit dem Bewusstsein der Engel brachte eine himmlische Botschaft. Abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie glauben, dass das göttliche Bewusstsein Sie beschützt und führt. Bereiten Sie sich vor diesem Wochenende darauf vor, eine bemerkenswerte und unerwartete Verbesserung Ihrer Arbeit, Finanzen, Gesundheit und Beziehungen zu erleben. Gott wird Heilung, Versorgung, Schutz und göttliche Führung in Ihr Leben bringen, aber Sie müssen dieses Video bis zum Ende ansehen, um diese lebensverändernden Segnungen zu erhalten. Denken Sie daran, mein Geliebter, Sie haben die Fähigkeit, Ihrer Familie unbegrenzte Gesundheit, Wohlstand und Erfolg zu bringen. Sie haben die Macht, die Umstände Ihrer Familie dauerhaft zu ändern. Bereiten Sie sich darauf vor, eine außergewöhnliche Ausgießung der Fülle Gottes zu empfangen, die Sie in Ehrfurcht und ewige Dankbarkeit versetzen wird. Senden Sie eine SMS mit der Nummer 1010, um dies zu erhalten. Der Herr sagt, dass der nächste Monat für Sie fantastisch sein wird. Ich werde Ihr Leben in ein Leben voller Glück, Heilung und Erfolg verwandeln. Gott wird deine Tränen in Freude verwandeln. Ihre Gebete werden jetzt beantwortet. Im Jahr 2023 werden Sie bedeutende Veränderungen, Durchbrüche und Wunder erleben. Ich bete, dass Ihr Bankkonto über Ihre kühnsten Träume hinaus wächst und dass alle Ihre Rechnungen frühzeitig bezahlt werden. Genießen Sie diese Saison des Erfolgs und der finanziellen Freiheit, die Ihnen bevorsteht. In den nächsten 24 Stunden werden unerwartete finanzielle Segnungen auf Sie zukommen. Glauben Sie an meine Versprechen und Sie werden Zeuge von Wundern in Ihrem Leben sein. Sprechen Sie mir nach, im Jahr 2023 wird Gott mich segnen, mich heilen, für mich sorgen, mich beschützen und mich führen. Heute bin ich bereit, die Fülle an Liebe, Heilung und Segen zu empfangen, die ich verdiene. Meine ganze Familie wird Heilung erfahren und wir werden finanzielle Wunder erleben, wenn wir sie am meisten brauchen. Schreiben Sie Amen, um zu bestätigen. Gott sagt heute, dass Sie in eine Zeit der Segnungen und Wunder eintreten. Diese Saison ist nicht durch Ihre Umstände, Einschränkungen oder vergangenen Misserfolge begrenzt. Es ist eine Zeit reichlicher Finanzen, männlichen Friedens und göttlicher Hilfe. In den kommenden Monaten werden Ihr Liebesleben, Ihr spirituelles Leben und Ihre Finanzen über Ihre Erwartungen hinaus gedeihen. Sie sind auf dem Weg zu Wohlstand, Erfolg, Glück und Gesundheit. Ich habe dich ausgewählt, um meinen Segen zu empfangen. Geld wird mühelos zu Ihnen kommen, denn ich biete Ihnen neue finanzielle Möglichkeiten, die Sie sich nicht einmal vorstellen können. Ich bin der allmächtige Gott, der Schöpfer von allem. Ich bin immer an Ihrer Seite, vom Anfang bis zum Ende. Gott durchbricht alle negativen Muster in Ihrem Leben. Sie treten in eine neue Zeit der Freiheit, des Wohlstands und der Stärke ein. Es wird all Ihre Ängste, Stress und Schmerzen beseitigen und Sie durch Frieden, Liebe, Heilung und Segen ersetzen. Schreiben Sie 1212, wenn Sie das glauben, und teilen Sie dieses Video mit 5 Menschen, die auf Gott vertrauen. Ich bin derjenige, der alles um dich herum erschaffen hat, den Himmel, die Erde, das Wasser, die Berge, die Sonne und die Sterne. Ich bin immer an deiner Seite, begleite, tröste und beschütze dich. Denken Sie daran, dass Sie etwas ganz Besonderes für mich sind und ich Sie liebe, egal was passiert. Heute wird Gott Ihr Leben zum Besseren verändern.
Er wird Glück bringen, um ihre Traurigkeit zu ersetzen und sie von wenig zu viel führen. Machen Sie sich bereit für eine fantastische Zeit voller überraschender Dinge wie Wunder, Siege und Durchbrüche. Gott wird alles, was er in Ihrem Leben begonnen hat, zu Ende bringen. Die Wartezeit wird für Sie zu etwas Außergewöhnlichem. Gott wird Ihr Herz mit einem neuen Gefühl der Freude erfüllen. Dies ist eine Zeit, in der Gott Sie mit seiner Freundlichkeit und Unterstützung für Ihre Gebete überraschen wird. Noch in diesem Monat werden Ihre Petitionen beantwortet. Gott wird Ihnen Gründe zum Feiern geben. Es kommen gute Dinge in Ihr Leben. Ihre Finanzen werden sich verbessern, Sie werden Heilung erleben und Wunder werden geschehen, wenn Sie sie am meisten brauchen. Ich werde Ihren Schmerz in Stärke, Ihre Ängste in Konzentration und Ihre Schwierigkeiten in Entschlossenheit verwandeln. Selbst wenn der Feind versucht, dir Schaden zuzufügen, werde ich es zu deinem Vorteil nutzen. Vertrauen Sie mir, ich habe einen unglaublichen Plan für Ihr Leben. Gott ist voller Barmherzigkeit und vergibt alle Fehler. Er wird Sie nach jedem Misserfolg wiederherstellen, Ihnen nach jedem Verlust einen Neuanfang ermöglichen und Sie nach jedem Rückschlag aufrichten. Die Versprechen, die er Ihnen gegeben hat, sind immer noch auf dem Weg. Schreiben Sie 222, wenn Sie das glauben. Der Herr sagt, Sie sollen sich daran erinnern, dass die wichtigste Beziehung, die Sie haben können, die zu meinem Sohn Jesus ist. Er ist Ihr Retter, Ihr Erlöser und Ihr Begleiter. Wenn Sie verzweifelt sind, wird er Sie heilen und trösten, selbst in Ihren dunkelsten Momenten. Er wird dich führen. Vertraue ihm und er wird dich nie im Stich lassen. Lasst uns jetzt gemeinsam diese Worte sagen, lieber Herr, ich wähle dich. Ich gebe mich dir hin. Ich akzeptiere deine Vergebung. Ich lade dich ein, der Mittelpunkt meines Lebens zu sein, als mein Retter und Herr. Wenn Sie in diese neue Phase Ihres Lebens eintreten, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass es eine Zeit ist, in der viele gute Dinge auf Sie zukommen. Sie werden Erfolg nach Erfolg, Sieg nach Sieg und Fortschritt nach Fortschritt erleben. Sie werden sich in jedem Aspekt Ihres Lebens nicht mehr überfordert, sondern erfüllt fühlen. Ihre Geschichte verändert sich und Sie werden beginnen, Glück und Glück zu erleben. Willkommen in einem neuen Kapitel Ihres Lebens, einer besonderen Phase voller unendlicher Möglichkeiten. Sie haben die Macht, Ihr Leben völlig zu verändern und aus finanzieller Not zu Wohlstand und Überfluss zu gelangen. Lassen Sie Ihre Sorgen und Traurigkeit hinter sich, denn ich werde Sie durch Freude und Wohlstand ersetzen. Vielleicht hatten Sie finanzielle Schwierigkeiten oder haben Geld verloren, aber ich garantiere Ihnen, dass jeder Dollar, den Sie ausgeben, vervielfacht zurückkommt. Ihr Unternehmen, Ihre Karriere oder Ihr Job werden florieren und Ihr finanzielles Wohlergehen wird sich deutlich verbessern. Schreiben Sie 333, wenn Sie das brauchen. Der Herr Jesus sagt, vertraue mir, mein Geliebter, und sei Zeuge der Wunder, die ich in dein Leben bringen werde. Bereiten Sie sich auf eine Fülle von finanziellem Erfolg, Liebe und Erfüllung vor. Dein Segen wird sich vervielfachen und ich werde dich mit meiner Gunst überschütten. Auch wenn die Dinge unmöglich erscheinen, werde ich Möglichkeiten für sie schaffen, die ihnen nicht genommen werden können. Ihre tiefsten Wünsche werden erfüllt. Wisse, dass ich ein gütiger und mitfühlender Gott bin, nicht einer, der bestraft. Mein Ziel ist es nicht, sie zu verurteilen oder zu verurteilen, sondern ihnen Liebe und Vergebung anzubieten. Ich habe meinen einzigen Sohn, Jesus Christus, gesandt, um sich für deine Sünden am Kreuz zu opfern, damit du ewiges Leben haben kannst. All die negativen Dinge, die dich in der Vergangenheit zum Weinen gebracht haben, werden bald verschwinden. Meine Liebe und mein Segen werden deinen Schmerz und deine Traurigkeit ersetzen und du wirst eine Fülle von Glück, Lachen und Liebe erleben. Mögen meine Worte der Heilung, Wiederherstellung und des Friedens ihnen Trost und Hoffnung bringen. Große Dinge kommen in ihr Leben, ohne dass sie hart dafür arbeiten oder kämpfen müssen.
Geld wird Ihnen leicht und natürlich zufließen. Sie werden Reichtum wie ein Magnet anziehen und er wird reichlich in Ihr Leben fließen. Nehmen Sie diesen Segen an und genießen Sie die Fülle, die er mit sich bringt. Ich bin hier, um Sie zu heilen. Ich möchte alle Schmerzen beseitigen, die Sie möglicherweise haben, ob körperlich, emotional oder spirituell. Ich möchte dir Frieden und Trost bringen. Ich bin dabei, Türen zu öffnen, die ihr Leben zum Besseren verändern werden. Ich bin derjenige, der dir Kraft gibt, wenn du dich schwach fühlst, der dich heilt, wenn du krank bist, und der Frieden und Liebe wiederherstellt, wenn du dich verloren fühlst. Ich halte einige Überraschungen für sie bereit. Ich habe bereits die Freiheit, den Wohlstand und die Gesundheit organisiert, die sie suchen. Ein besonderer Plan für ihr Leben, ein Plan, der gut, angenehm und perfekt ist. Schreiben Sie 555, um es zu beanspruchen. Gott sagt Ihnen, dass er Ihnen Hoffnung für die Zukunft geben, Sie wie einen Stern strahlen lassen und die Menschen um Sie herum segnen wird. Er wird seinem Namen Ehre machen und Sie ihm näher bringen. Seien Sie versichert, dass Ihre Gesundheit, Ihre Beziehungen und Ihre Finanzen bald wiederhergestellt werden. Vertrauen Sie mir und wissen Sie, dass ich fleißig in Ihrem Namen arbeite, um die Veränderungen herbeizuführen, die Sie brauchen. Wenn Sie in Ihrem Leben vor Herausforderungen stehen, denken Sie an die inspirierende Geschichte von David und Goliath. David musste das Ausmaß von Goliaths Stärke nicht kennen, da er bereits das Ausmaß meiner Stärke kannte. Nichts, dem du gegenüberstehst, kann mich besiegen, und in meiner Gegenwart ist kein Hindernis unüberwindbar. In dieser Woche werden Sie Verbesserungen bei Ihrer Gesundheit, Ihrer Beschäftigung, Ihrem Geschäft, Ihren Beziehungen und Ihren Finanzen feststellen. Gott ist bereit, außergewöhnliche Dinge in Ihrem Leben zu tun. Wenn wir Gott als unseren König und uns selbst als seine Kinder erkennen, wird klar, warum Christus verkündete, dass wir das Königreich von einer edlen Linie erben würden. Egal, was dieses Wochenende bringt, denken Sie immer daran, dass Gott alles überwindet, was Ihnen bevorsteht. Vertraue mehr auf seine Stärke als auf deine eigene. Wenn Sie sich überfordert fühlen, übergeben Sie Ihre Sorgen, Zweifel und Ängste an Gott, denn seine Hände sind in der Lage, sie zu halten. Sie werden vom Mieter zum Ehrenwerten, vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber, vom Kreditnehmer zum Kreditgeber, vom Leid zum Zweck und vom Ignorierten zum Begehrten. Schreiben Sie 777, um es zu erhalten. Gott sagt, dass dieses Wochenende voller guter Nachrichten, Segnungen, Wachstum, neue Möglichkeiten, Produktivität, Positivität, Antworten, Heilung, Liebe und Gottes Gunst sein wird. Wiederherstellung, Neuanfang, Fortschritt und Sieg sind auf dem Weg. Denken Sie daran, dass der Schmerz nicht ewig anhält, die Freude jedoch ewig. Unabhängig von den Herausforderungen, vor denen Sie morgen stehen, ist Gott größer und arbeitet unermüdlich für Sie, auch wenn Sie ruhen. Ich bin bei dir und werde dich beschützen, wohin du auch gehst. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich jedes Versprechen erfüllt habe, das ich dir gegeben habe. Gott regiert als der größte König und höchste Herr, unübertroffen an Macht und Autorität, der über die gesamte Schöpfung herrscht. Lasst uns zusammen beten. Vater, danke, dass du mich immer wieder ermutigst, alles zu überwinden und hinter mir zu lassen, was mich zurückhält. Helfen Sie mir, meine Herausforderungen zu meistern. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich mit Ihrer Hilfe jede Situation meistern und als Sieger hervorgehen kann. Während wir heute hinausgehen, bitte ich um Ihren Schutz und Ihren Segen. Ich bete für die Sicherheit unserer Kinder in der Schule und dass wir auf unseren Wegen sicher sein werden. Mögen Segen, Heilung, neue Möglichkeiten und Fortschritt in Jesu Namen auf uns zukommen. Amen. In den nächsten Tagen werde ich Ihnen helfen, Ihre Gesundheit, Beziehungen und Finanzen wiederherzustellen. Möglicherweise standen Sie mit Ihrem körperlichen oder emotionalen Wohlbefinden vor Herausforderungen, aber ich möchte, dass Sie wissen,
dass ich wie ein erfahrener Arzt bin, der sie vollständig heilen kann. Ich werde ihre Kraft, ihren geistigen Frieden und ihre Begeisterung zurückbringen, damit sie ein lebendiges und sinnvolles Leben führen können. Seien Sie darauf gefasst, von der unglaublichen Fülle der Segnungen Gottes angenehm überrascht zu werden. Bleiben Sie mit seiner Gegenwart verbunden und folgen Sie treu seiner Führung, denn diese Woche wird voller Segnungen sein wie nie zuvor. Wann immer Sie enttäuscht sind, habe ich ein wunderbares, lebensveränderndes Geschenk für Sie. Geben Sie zur Bestätigung 999 ein. Gott sagt, dass Ihr Herz heute voller Glück, Zuneigung und Sinn fürs Ziel sein wird. Bald werden Sie lachen und fantastische Neuigkeiten erhalten. Gott wird Ihre Traurigkeit in Freude verwandeln und die Gebete, die Sie mit ihm gesprochen haben, werden jetzt beantwortet. Das Jahr 2023 wird bemerkenswerte Veränderungen, Durchbrüche und Wunder bringen. Ich erkläre, dass es Ihre Zeit für neue Möglichkeiten und Neuanfänge ist. Der Heilige Geist lebt in Ihnen und führt, stärkt und verwandelt Sie, damit Sie die Qualitäten Christi widerspiegeln. Sie haben Zugang zu den reichen Schätzen des Himmels, den Verheißungen Gottes und den Segnungen der Erlösung. Sie sind nicht nur ein Gewinner oder ein Überlebender, Sie sind mit Christus verbunden, Sie sind ein Gefährte Gottes, ein Empfänger seiner Gnade und ein Zeuge der Wahrheit. Sagen Sie laut, wenn ich allein bin, tröstet mich Gott. Wenn ich nichts bin, ist Gott mein Ein und Alles. Wenn ich traurig und einsam bin, ist Gott mein Lied und meine Freude. Wenn ich schwach und hilflos bin, ist Gott meine Stärke. Himmlischer Vater, danke für die Segnungen, die mein Leben und die noch kommenden Leben verändern werden. Ich glaube, Sie haben große Pläne für meine Zukunft. Im Namen Jesu übergebe ich Ihnen jeden Teil meines Geistes, Willens und meiner Gefühle. Ich verpflichte mich, jedem zu helfen, der sich verbessern und gesund werden möchte. Keine Krankheit und kein Problem ist für mich zu schwierig zu lösen. Schreiben Sie 2222, wenn Sie es glauben. Jesus sagte, hör auf, dir Sorgen um dich selbst zu machen, und lebe für mich. Ich werde deine Angst durch Zuversicht ersetzen und dich durch schwierige Zeiten führen. Heute, während du schläfst, wird Gott das Wunder gewähren, für das du so lange gebetet hast. Es wird dich verändern, lieben und es wird dir ein besseres Gefühl geben. Das Jahr 2021 hat sie vielleicht überrascht und 2022 hat sie vielleicht erschöpft, aber im Jahr 2023 werde ich sie aufrichten, heilen, segnen und ihnen Gnade erweisen. Ein bedeutendes finanzielles Wunder kommt jetzt auf Sie zu. Dieses Wunder ist groß genug, um Ihre Situation von Armut zu Reichtum zu verändern. Glauben Sie mir, meine Lieben, und Sie werden Zeuge unglaublicher Dinge sein, die in Ihrem Leben passieren. Bereiten Sie sich auf viel Erfolg, Liebe und Fülle vor. Wunder, Segnungen und Durchbrüche werden Sie in Ehrfurcht vor der unglaublichen Kraft und Liebe versetzen, die von Gott kommt. Denken Sie daran, die wichtigste Beziehung, die Sie haben können, ist die zu meinem Sohn Jesus. Er ist Ihr Retter, Ihr Erlöser und Ihr Freund. Wenn du traurig bist, wird er dein gebrochenes Herz heilen und dir Trost spenden. Dies ist Ihre Zeit zum Überwinden. Es wird keine Verluste, Schulden oder Enttäuschungen mehr geben. Sie betreten eine Zeit, in der Ihre Gebete beantwortet werden und Sie endlose Segnungen und Wunder erhalten. Machen Sie sich bereit für eine Wachstumsphase, die sich positiv auf jeden Bereich Ihres Lebens auswirken wird, finanziell, geistig, körperlich und spirituell. Gott ist dabei, die Tür zu öffnen, für die Sie inständig gebetet haben. Die nächsten 7 Tage werden außergewöhnlich sein, wenn Sie in eine Zeit voller Glück, Liebe und Harmonie eintreten. Schreiben Sie 3.33, wenn Sie das brauchen. Der Herr Jesus sagt, ich werde eure Gesundheit wiederherstellen, eure Beziehungen verbessern und eure Finanzen auffüllen, meine Lieben, vertraut mir und glaubt, dass ich ein Gott bin, der die Dinge wieder normalisieren kann.
Wenn Sie in letzter Zeit finanzielle Probleme hatten, sagen Sie mir nach, ich bin dankbar für das Geld, das ich bereits habe, und bin offen dafür, mehr zu bekommen. Ich werde so viel Geld haben, dass mein Bankkonto überlaufen wird. Diese Woche werde ich großen finanziellen Reichtum anziehen, der alle meine Geldsorgen lösen wird. Glauben Sie, dass ich Ihnen Türen öffne, die niemand schließen kann? Ich habe deine Gebete gehört und dich weinen sehen. Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie Wunder und Segen im großen Stil empfangen. So wie der Winter verschwindet und dem Frühling Platz macht, vertrauen Sie auch in schwierigen Zeiten darauf, dass bessere Zeiten kommen werden. Sie starten in eine erfolgreiche Saison, in der alles für Sie klappen wird. Denken Sie daran, dass jeder Tag neue Segnungen von Gott bringt. Lassen Sie sich von einem schlechten Tag nicht entmutigen. Freuen Sie sich stattdessen in dem Wissen, dass morgen ein neuer Tag mit neuen Möglichkeiten für Segen ist. Lasst uns gemeinsam beten und Gott bitten, unseren Schmerz, unsere Sorgen und Probleme wegzunehmen und sie durch Gesundheit, Glück und Frieden zu ersetzen. Schreiben Sie 555, um dies zu beanspruchen. Jesus sagt, dass er uns vor bekannten und unbekannten Gefahren beschützen und alle bösen Pläne gegen uns vereiteln wird. Morgen wird etwas Außergewöhnliches passieren, das all Ihre Traurigkeit und Sorgen hinwegfegt und Ihr Leben mit Freude und Segen erfüllt wie nie zuvor. Der allmächtige Gott ist an Ihrer Seite, bereit, für Sie zu kämpfen und Ihnen den Sieg über Ihre Feinde zu gewähren. Lieber Gott, wir danken Dir für die göttliche Weisheit und das Verständnis, das Du uns großzügig schenkst. Diese Weisheit ist nicht wie weltliches Wissen oder die Weisheit der Mächtigen. Es ist eine geheimnisvolle und verborgene Weisheit Gottes. Menschen, die Dich nicht kennen, können es nicht verstehen, aber durch Deinen Geist offenbarst Du es uns. Wir sind dankbar, dass Ihr Geist uns Ihre tiefen Gedanken und Ihre Weisheit offenbart. Vielen Dank, dass Sie uns mit dem Geist Christi gesegnet haben. Amen. Du bist mit schwerem Herzen und Tränen in den Augen zu mir gekommen und hast gesagt, dass du alle Kraft verloren hast, entmutigt warst und dachtest, dass du von mir keine Antwort erhalten würdest. Aber heute, so sicher die Sonne aufgeht, um die Welt zu erleuchten, komme ich persönlich, um Ihnen zu sagen, dass ich Sie höre, wenn Sie mich anrufen. Spüren Sie den Frieden, den ich in Ihren Geist lege, und lassen Sie zu, dass Ihr Geist wiederbelebt wird. Hören Sie das Wunder, um das Sie gebeten haben, es wird Ihnen gewährt. Es stört mich nicht, dass du weinst, ich möchte, dass du deine Gefühle ausschüttest und mir alles erzählst, was du erlebst, alle Lasten loslässt, die dich im Verborgenen erdrücken. Ich möchte die schwere Last entfernen, die sie so lange auf ihren Schultern getragen haben, die Dinge, die sie behalten und nicht loslassen wollen, weil sie sie belasten. Und ein Leben voller Glück für sie. Aber ich verstehe, dass alles, was sie erlebt haben, verheerende Auswirkungen hat und es schwierig macht, mir zu glauben, insbesondere nach den grausamen und schmerzhaften Nachrichten, die sie kürzlich erschüttert haben. Du trägst keine Schuld, hör auf, dich selbst zu quälen. Heute möchte ich sie mit Liebe davon überzeugen, dass sie hier bei mir Glück finden werden, wenn sie sich ein für allemal dazu entschließen, mir ihre Kämpfe und Sorgen im Glauben zu schenken. Es ist klar, dass sie nicht mit allem fertig werden können, was von ihren Feinden kommt. Sie sind grausam und wollen, dass sie straucheln und in den Dreck fallen. Aber ich möchte dich aufrichten und dir die schweren Lasten und schlechten Erinnerungen abnehmen, die dich quälen. Hör mir zu, ohne dich von mir zu entfernen, kannst du nicht vorwärts gehen, du gehst rückwärts. Sie haben noch viele Jahre zu leben, und ich möchte, dass sie sie in Segen und Glück erleben. Ich komme, um dich sanft hochzuheben. Das sage ich dir und bitte dich noch einmal, gib mir dein Herz und deine Lasten, und ich werde dir meinen ewigen Frieden schenken. Du wirst in dir spüren, wie sehr ich dich liebe. Sie und ihre Familie werden in meinen Händen immer gut aufgehoben und beschützt sein. Der Glaube an meine Liebe ist alles, was ich von dir verlange. Wenn du aufrichtig an die Türen meines Herzens kommst, öffne ich sie immer.
Ihre Gebete sind willkommen, Ihre Worte zählen. Meine Antwort wird zu meiner Zeit und nach meinem Willen kommen. Trauen Sie sich zu glauben, dass ich Wunder für Sie und Ihre Familie tun kann. Ich bitte Sie nur, meinen Versprechen zu vertrauen, Tag und Nacht darüber zu sprechen, sich vor dem Schlafengehen an Sie zu erinnern und von Ihnen zu träumen. Vergessen Sie nicht, dass Sie Ihre Stärke, Ihr Fundament, Ihr Schwert und Ihr Atem sind. Ich möchte, dass Sie darin Kraft finden und daran glauben, dass ich Ihnen helfen und für Sie sorgen kann, wenn der Kampf Sie überwältigt. Vergiss mich nicht, denn niemand auf dieser Welt kann dich so befreien, emporheben und unterstützen wie ich. Es gibt Zeiten, in denen Sie sich allein fühlen und denken, dass sich niemand um Sie kümmert. Aber halte jetzt inne und höre mir zu. Meditiere darüber, wie sehr ich dich liebe und wie oft ich es dir gezeigt habe. Du hast in Zeiten der Not Wunder empfangen, sie mit Freude angenommen und mir reichlich gedankt. In Lebenssituationen distanzierte man sich jedoch und vergaß meine Anwesenheit. Dennoch liebe ich dich weiterhin und zeige dir meine Liebe. Ich werde nie müde werden, das zu tun. Wenn sie mich anrufen, höre ich ihre Bitte. Du kannst meinen heiligen Thron im Himmel erreichen. Es freut mich, wenn du mit mir sprichst, deine Anliegen teilst und meine Füße mit dem Duft deiner Gebete wäschst. Ich versichere ihnen, dass ich ihnen antworten und ihnen noch mehr geben werde, als sie verlangen. Du kannst sicher sein, dass meine Liebe zu dir niemals enden wird. Geben sie nicht auf, geben sie ihren Kampf nicht auf und verwerfen sie nicht alle ihre Bemühungen, Pläne und Träume. Du hast lange gekämpft, Tage und Nächte lang gelitten und so viel Mühe und Zeit investiert. Sie sollten jetzt, inmitten der Schwierigkeiten, mit denen sie heute konfrontiert sind, nicht aufgeben. Wenn du meine Hand nimmst, gebe ich dir die Kraft, weiterzumachen. Aber sie müssen auf meine Worte hören, auf meinen Ruf hören und meinen Rat befolgen. Wenn sie das alles ignorieren, werden sie entmutigt und machtlos. Feinde können Fallen stellen und die berüchtigten Angriffe derer, die dich hassen, können dich niederschlagen, und ich möchte nicht, dass das passiert. Brauchst du meine Hilfe? Ich sage ihnen noch einmal, nehmen sie meine Hand, lassen sie mich sie durch die schwierigsten Zeiten führen und sie auf den richtigen Weg führen. Auch wenn die Zeiten verwirrend sind, wünsche ich ihnen, dass alles gut für sie geht und dass sie gesegnet sein mögen. Denken Sie immer an meine Versprechen. Empfange große Kraft, Segen und Fülle, denn ich habe dich erwählt und wünsche dir keine Niederlage. Ich mag es nicht, dich gebrochen oder traurig zu sehen, deshalb bin ich jede Minute und Sekunde hier und rede wieder mit dir. Meine Liebe ist bei dir. Ich möchte dich erfüllen, damit du weißt, dass du einen himmlischen Vater hast, der dich mit einer göttlichen und ewigen Liebe liebt, nicht mit einer irdischen und flüchtigen Liebe. Gehen Sie heute nicht von hier weg, ohne diese Umarmung erhalten und gespürt zu haben. Du wirst Freudentränen weinen, wenn du spürst, wie sehr ich dich liebe. Ich werde dir Kraft und Kraft geben. Ich werde dich mit großen Gaben füllen, damit es dir gut geht und du deine Feinde besiegst. Gehen und klettern sie weiter, ohne anzuhalten, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Nimm meine Hand, lass dich nicht entmutigen und höre nicht auf. Amen. Sagen Sie Amen, um diese Segnungen heute zu empfangen. Wenn diese Nachricht Ihr Herz berührt hat, abonnieren Sie den Kanal, um jeden Tag solche Nachrichten zu erhalten. Und vergessen Sie nicht, jemanden zu liken und mit ihm zu teilen. Wir haben die Mission, das Wort des Herrn in die ganze Welt zu bringen und so eine wahre Armee zu bilden, die den göttlichen Heiligen Geist verteidigt. Ich kann auf dich zählen? Vielen Dank. Möge Gott Ihr Leben so sehr segnen und bis zum nächsten Mal.